Hallo und herzlich willkommen zum Haul. Ich habe ein paar Sachen für euch, also nee, die sind für mich. Aber ich habe die gekauft. Heute total sexy ungeschminkt. Ja, ich habe heute frei, mache meinen Haushalt und ab und zu drehe ich noch ein paar Videos und so weiter und so fort. Ja, ich war bei Rossmann und ich zeige euch, was ich mir geholt habe. Ich fand sehr viele Angebote, deswegen musste ich was kaufen. Zuerst habe ich mir diesen Domol Raumerfrischer gekauft. Pfingstrose und Kirschblüte. Man kann hier riechen. Duftprobe riecht sehr, sehr lecker. Ja, ich habe den Nachfüllpack gekauft, weil der kostet, wenn ich mich nicht irre, ich schaue mal hier, 2,29 und ich glaube, der Set kostet fast genauso, also ein neues Set, aber da sind nur 50 Milliliter und hier sind 90 Milliliter. Von daher habe ich mir gedacht, ja, ich habe diese Ipuro Sets, ne? Also diese Flasche und die Stäbchen. Die Stäbchen kann man sowieso ändern. Haben wir hier und da drinnen befindet sich eine Flasche mit diesem Inhalt. Ipuro habe ich gehabt, ist mir nicht intensiv genug. Aktuell habe ich was von Frosch, das rieche ich auch nicht. Ich hoffe, dass die von Domol ein bisschen intensiver sind, weil ich weiß, das ist eine neue Reihe und ich habe es bei mir in der Arbeit gerochen. Boah, also echt intensiv in einem großen Raum haben die was, also ich könnte die riechen. Aber das Problem ist, das, was wir in die Arbeit haben, habe ich nicht gefunden. Es war etwas mit Vanille und Sandalholz oder sowas. Nordische Sandalwood, Sandalholz, irgendetwas. Sehr lecker, aber ich habe es nicht gefunden. Deswegen habe ich das gekauft. Mal schauen, ob das was taugt. Ich glaube, den habe ich mir bei Müller gekauft. Der Catrice Prime and Fine Nude Glow Primer. Liquid Skin Illuminator Long Lasting with Pomegranate Oil. So schaut der aus und ich meine, der gibt es nur bei Müller. Ich weiß es nicht mehr. Wenn schon, dann ist auch was von Müller dabei. Ja, den habe ich mir geholt, weil ich wollte so einen Glowy Primer, einen Luminous Primer und ich habe jetzt hier, ich benutze aktuell den von Shiseido. Ja, da kann ich sagen, ich merke fast nichts. Ich habe noch von NYX einer und den von Revlon. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal. Demnächst kommt der von NYX in Gebrauch, aber jetzt nehme ich das. Ja, genau, das war von Müller, weil ich habe mir auch das gekauft von Love, den Even Elixir Serum Foundation mit SPF 20. Das ist die Farbe 010 Ivory Elegance. Ich muss sagen, ich habe nicht so viel Gutes drüber gelesen, aber bei Mein Müller ging der aus dem Sortiment oder die haben die ganze Theke entfernt, keine Ahnung. Der gab es reduziert für 4 Euro, was der Geier, und noch dazu 50%. Also, ich habe nicht mehr als 3 Euro, 2, 3 Euro dafür bezahlt. Ich habe gesagt, komm, nimm's. Ich habe ihn einmal getestet. Ich war sehr zufrieden, das ist eine leichte bis Medium Coverage, Deckkraft. Ich war echt zufrieden damit. Na, diesen Applikator, das nervt ein bisschen. Da muss man so drücken und da nimmt man sich ein bisschen was davon. Und ja, aber sonst, jo, ich war zufrieden. Also kein cakey Gesicht, kein nix. Hat gut funktioniert und ja, 30 Milliliter enthalten. Dann habe ich von einer Arbeitskollegin diesen Love Lidschatten bekommen. Das ist die Farbe 110 Sun Eclipse. Ich habe ihr gesagt, die soll bei dieser Aktion von Love mitmachen für Frauentag oder so. Sie hat mitgemacht, aber dieser Lidschatten benutzt sie nicht und sie hat noch einen Lippenstift. Das war ihr zu pink. Deswegen der Lippenstift habe ich gesagt, ich soll das jemand anderen geben. Sie hat noch eine Arbeitskollegin, die ihr das gegeben hat. Und das ist das Lidschatten. Und es ist eine super schöne Farbe für die Lidfalte. Also,
finde ich. Man sieht ja hier fast kaum, aber auf dem Lid sieht man das tatsächlich. Ja, und ich habe mich gefreut, weil ich habe eine Mascara und einen Lippenstift dazu bekommen, ja, von dieser Aktion. Dann ging aus dem Sortiment Badesalz von Isana, Sternenzeit mit Jojobaöl, und ich habe die letzten drei gekauft. Ich glaube, die gab es für 30 Cent und dazu noch die 10%, also 27 Cent. Ja, ich habe mir drei Stück, die letzten, gekauft. Steht hier auch vegan, und ja, Duftprobe. Ja, es riecht gut. Ich mag sowas, und auch wenn ich die im nächsten Winter benutzen werde, ist auch keine Drama. Dann war in diesem Rossmann Magazin so eine Probe Vulkanwasser Aktivkohle Hanf Out Tabak created by Michalski, dieser Tetezep Michalski Kooperation 2-in-1 Aromadusche und Shampoo. Ich meine, ich werde das benutzen, weil mein Mann mag keine Proben. Ich liebe Proben, so kann ich alles testen. Dann gibt es bei Rossmann diese Aktion. Kaufst eine Hydro Booster Maske, Sheet Mask, und du kriegst die zweite dazu. Habe ich zugegriffen. Die waren, meine ich, reduziert für, oder in Angebot, 99 Cent, oder ist das der normale Preis? Ich weiß es nicht mehr, aber um die 50 Cent dann pro Stück musste ich zugreifen. Aufpassen, ich weiß nicht, ich hoffe, das Video kommt nicht viel zu spät. Kuschelweich Tropical geht aus dem Sortiment. Ich habe mir ein paar Flaschen für 80 Cent geholt. Dann, oder 70 Cent. Dann geht aus dem Sortiment Weiße Riese, 1 Liter 46 Milliliter. Und die werden ersetzt durch 1 Liter Flaschen, die intensiver sein sollen. Also 1 Liter für den gleichen Preis, 3 Euro, was weiß ich. Und ich habe mir alle Flaschen, die ich schnappen könnte, für 2 Euro. Ich glaube, ich habe 5 oder 6 Flaschen unterschiedlicher Sorten, alle. Wenn ihr auf dem Bändchen so plus 40% was da geheuer was seht, dann das sind die neuen Flaschen, also 1 Liter Flaschen. Finde ich ein bisschen unverschämt, weil ständig höre ich verbessert, intensiver, kräftiger, mehr Reinigungskraft oder was da geheuer, kriegst weniger Produkt für das gleiche Geld. Aber so, das nur zur Info, wer Weiße Riese immer nimmt. Dann war diese ganze LE von Essence reduziert. Und zwar diese Glow. Und dann habe ich mir die Palette für 1,95 Euro geholt. Damals gab es auch 30% auf Highlighter und so. Und die habe ich für sehr wenig Geld bekommen. Das ist die Nummer 1 Like It. Like It's Girls Night. Okay, und die fand ich echt hübsch, muss ich ehrlich sagen. Diesen Highlighter ist ein bisschen gräulich. Ihr seht, ich habe die geswatcht, aber ich swatch die nochmal mit euch. Da ist sehr viel Produkt, so sehen die Farben aus. Hier sind 30 Gramm Produkt. Also für 3 Euro, 2 Euro finde ich das total vollkommen okay. Total vollkommen okay. Okay, das ist mehr so ein bronziger Ton. Das könnte ich als Blush benutzen, weil für meine Käsehaut eignet sich sehr als Blush. So, die sind ein bisschen pudrig, aber für den Preis, I can make it work. Und hier seht ihr, na, wieder glänzen, ein bisschen, ja. So, fand ich super. Dann gab es diesen Puder, war die letzte, auch Glow Setting Powder 01 Like a Jewel on the Crown für 95 Cent. Das ist so eine marmorierte, so schaut die aus, und ja, die hinterlässt ein sehr, sehr schönes Glow. Die gebackenen Produkte sind viel feiner als die Puder. Ja, man merkt nichts. Ja. Bin sehr gespannt. Ich liebe solche Glowy Puder.
Und ich habe nicht so viele hier davon. Dann war diesen Baked Metallic Highlighter in die Farbe 03 Light Glitter is Raining Down on You. Und ich kann ihn nicht aufmachen. Wunderbar. Erzähler. Da ist er. Ich habe es mir gedacht, okay, für den Sommer, wenn ich ein bisschen gebräunter bin. So schaut er aus. Also der ist nicht zu dunkel. Den könnte ich auch jetzt benutzen. Finde ich auch schön, auch als Lidschatten. Also der ist nicht mega, mega, mega glowy. Auch als Blushtopper. Nicht schlecht. Und dann habe ich diese vier Setting Sprays geholt. Ihr wisst, ich nehme sehr gerne den normalen Setting Spray von Essence. Und die waren auf 95 Cent reduziert. Deswegen dürften alle mit. Ich war in zwei Filialen in unterschiedlichen Tagen. Ein paar Sachen habe ich in einer Filiale gefunden, ein paar Sachen in einer anderen. Und ja, das sind die. Vier Stück habe ich mir geholt. Hoppala. Erzähl, so schaut es aus. Ja, mir ist eigentlich wurscht, ob es Glow verspricht. Hauptsache nichts matt. Ob es settet, ist auch so eine Sache. Was mir gefällt, ist, wenn diesen Schichtpuder, also diesen, ja, ihr wisst, wir haben so Härchen und da setze ich so das Puder ein bisschen und ich mag es, wenn es in die Haut schmilzt. Und dafür sind solche Geschichten bei mir geeignet. Ich habe auch noch von der normalen Sorte noch ein paar Backups hier und ja, jetzt noch vier Stück. Und dann gab es diesen Puder, es gab 30% auf Highlighter, Puder, Concealer, ich weiß es nicht mehr auf was, Foundation, keine Ahnung. Aus dieser Color Collecting Luminizer LE für 2,95, dazu gab es 30%. Diese Limited Edition Genderless, genau, Color Correcting Luminizer, C01 Makeup Has No Gender. So schaut die aus, Mica und Talc enthalten. Es sind so mehrere Farben, ich kann euch leider nicht zeigen. Ja, das ist so ein rosa, grün, leichter rosa und weiß. Man macht die auf und entfernt, man entfernt diesen Swiffer. Ja, man kann einzeln, also hier Löcher machen. Man kann es einzeln benutzen oder alle zusammen mischen. Ich werde die alle zusammen mischen. Und so wie es ausschaut, hier ist sehr viel Produkt drinnen. Und zwar 16,32 Gramm. Das ist sehr viel, finde ich, für einen Puder. Ja, ich bin gespannt. Ich habe aktuell, ist das von Catrice oder von Essence? Ich glaube von Catrice. Ich habe so eine gepresste Color Correcting Puder. Super. Und ich habe noch eine von Essence, so eine lila, ne? Die benutze ich immer, um meinen Concealer zu setten. Und mein Concealer hält, also der kriegt überhaupt nicht, das bombenfest. Deswegen habe ich mir diesen Puder geholt. Ja, das war mein Haul bei Rossmann und bisschen was von Müller. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und wir sehen uns beim nächsten. Ciao!